Verhältnisse. Um Verhältnisse zwischen Personen geht es in vielen AAA-Spielen nur am Rande. Meistens geht es dabei um NPCs, mit denen man kurze Interaktionen hat oder vielleicht eine Questreihe. In Spielen wie The Last of Us ist das anders. Ellie ist unser Partner über das ganze Spiel hinweg. Und wie sich dieses Verhältnis aufbaut, darauf will ich in dieser Folge mal sehen, denn wir sind gerade erst mal ein paar Minuten zusammen alleine. Ich weiß, dass es heutzutage auch andere Spiele gibt, die sowas sehr feiern, so wie das neue God of War. Aber wir konzentrieren uns heute auf The Last of Us. Ich weiß auch, Naughty Dog macht das schon länger mit Elena in Uncharted. Trotzdem ist es immer wieder interessant zu sehen, wie das funktioniert, wenn man einen Kompagnon hat, der länger im Spiel mit einem zusammen ist. Hallo, ich bin Marcel, dies ist Guided Tour The Last of Us Folge Nummer 11. Ich schaue mir The Last of Us aus Spieldesigner-Perspektive an. Das ist sicherlich eine andere Perspektive, als die meisten Let's Plays bieten. So, und ich soll mich hier heilen. Dann mache ich das nochmal schnell. Und Ellie hat uns dankenswerterweise nochmal auf die Treppe hingewiesen. Es geht wieder in den Untergrund. Und ich habe es schon öfter gesagt, Untergrund heißt hier meistens, es geht in die Arme der Zombies. Und damit der Rückweg auch schön versperrt ist, kommt hier ein Panzerwagen. Und das finde ich auch sehr nett. Wieso Leute, die ihre Tickets nicht bezahlen, hüpfen wir über diese Ticketschranke. Da gibt es einiges zum Heilen. Wie gesagt, dieses Spiel muss dadurch, dass ich mich nicht selber heile, immer vor neuen Herausforderungen genug Items bieten, damit ich die Chance habe, überhaupt durchzukommen. Und hier spawnen ja auch keine Crafting-Gegenstände, sondern es gibt nur die, die da sind. Mehr gibt es nicht. Oh. Ja. Oh, das ist interessant. Na, jetzt bin ich gespannt, wo die auch herkamen. Denn die kamen ja nicht von dem Eingang, aus dem wir gerade herkamen. Den muss ich mir jetzt wohl schnappen. Ja, komm schon. God damn it. Where are you? I know you're here. Ja, hinter dir. Okay, also dieses Szenario hatten wir auch noch nicht. Menschen in einer Umgebung, die eher für Zombies geeignet sind. Sag mal, was ist denn da unter diesen Stühlen? Das sieht nach... Ah, das ist nur die Befestigung. Und ich dachte, da wären schöne Crafting-Materialien für uns, aber nein. Also eine pilzverseuchte U-Bahn-Station. Und wieder mehrere Wege für mich hier zu gucken. Ich versuche immer noch rauszukriegen, woher die beiden jetzt kamen. Aber das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach werden. Ja, die U-Bahn begleitet uns ja schon länger. Und zwar seit den beiden eingestürzten Türmen zusammengestürzt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Die sind ja nur zusammengestürzt, nicht eingestürzt.
Gibt's hier eigentlich bei der U-Bahn eine Stations... Hallo Elli, lass mich mal durch. So, gibt's hier eigentlich eine Nachricht, wo wir uns, wie die Station heißt, in der wir uns befinden? Das wäre ja auch ganz nett. Die sind wahrscheinlich hier immer noch da und werden jetzt gleich ballern. Nö, weg sind sie. Interessant, kann ich einfach zurücklaufen, obenrum, das wäre ja ganz nett. Geht natürlich nicht. Also, welche U-Bahn-Station das ist? Park Street. Park Street. Hat sich gelohnt, hier zurückzugehen. Ich dachte zuerst, das wäre jetzt vergebene Liebesmüh. Und was ist dieses orangene Flimmern? Vielleicht bloß ein Grafikfehler, vielleicht auch nicht. So, also hier geht es entweder lang oder ich kann hier hinten gucken. Ich kann mich gerade nämlich nicht entscheiden, wo ich lang will. Ich will nämlich hier alles entdecken. Da hat sich jemand eingesperrt oder ausgesperrt. Ah. Okay, damit hat sich die Frage erübrigt. Es gibt zwei Eingänge und hier kamen die wohl rein. Darauf lege ich viel Wert, dass Naughty Dog da immer ehrlich mit uns ist und nicht einfach Leute auftauchen lässt an einer Stelle, wo das nicht geht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt hier jetzt demnächst Wasser. Das heißt, das Foreshadowing von der letzten Folge war gar nicht so lang. Genau. Ellie hat nämlich in der letzten Folge gesagt, dass sie nicht schwimmen kann. Und das kommt jetzt gleich zum Tragen, denn wir werden dadurch getrennt, glaube ich. Müssen wir gleich nochmal sehen. Ach so, ja, apropos Foreshadowing, ich wollte noch erzählen, beim Nachsehen der letzten Folge von Folge 10, als Tess uns verlassen hat, ist mir aufgefallen, warum sie so komisch reagiert, als dieser Mann in der Ecke liegt. Denn sie beruhigt ja Ellie, obwohl alle Anzeichen darauf hindeuten, dass das Versteck der Fireflies ausgehoben wurde. Sagt sie, nein, nein, Ellie, es wird alles gut, alle werden da sein. Und warum macht sie das? Es lohnt sich wirklich, das nochmal nachzugucken und zu gucken, wie Tess die ganze Folge über reagiert. Ja, sie ist gebissen worden. Sie will selber sich Hoffnung machen, dass das Versteck der Fireflies noch da ist. Dass alles gut wird. Wirklich eine sehr schöne Note, wenn man sich das nochmal anguckt. So, Ellie, wie machen wir das denn jetzt mit mir? Mit dir, du kannst nicht schwimmen. Also musst du hier lang gehen. Was passiert hier? Okay, wir müssen über die Dächer der Waggons. Anders wird es wohl nicht gehen für dich. So, was passiert denn, wenn ich jetzt vorangehe? Ich denke, ich muss vorangehen und dir dann was. Okay, hier muss ich tauchen. Ja, ich hatte das nicht mehr in Erinnerung. Und hier kann ich mir Ausrüstung holen oder kann ich hier einfach bloß durchtauchen? Genau, ich bin hier einfach nur durchgetaucht. Ich konnte mich jetzt gerade nicht erinnern, dass das Foreshadowing so kurz war, nur. Also, dass Ellie ja in der Szene direkt vor dem Kapitol zum ersten Mal sagt, sie kann nicht schwimmen und das gleich hier schon genutzt wird. In so einem langen Spiel muss man das aber, glaube ich, manchmal so machen, damit der Spieler es überhaupt noch im Kopf hat. Weil wenn ich 10 Stunden später sage, ah, ja, Ellie hat ja gleich von Anfang an gesagt, sie kann nicht schwimmen, dann erinnert sich keiner mehr dran. So, also lernen wir hier mal tauchen. Und hier habe ich eine neue blaue Anzeige davon, wie viel Luft ich habe. Na, ich schau mal in den Waggon, ob es da was Nettes zu holen gibt. Hallo? Sieht mir aber nicht so aus. Ehrlich?
Ja, die große Frage ist, Ellie läuft hier entlang, während ich hier im Wasser rumschwimme. Warum das denn? Ein Skelett. Ich freue mich ja wirklich immer auf Skelette und es gibt wenig Spiele, wo ich gerne mir diese ganzen Zettel und so durchlese. Control ist eines davon gewesen und The Last of Us ist auf jeden Fall auch eines. Es gibt hier einen Gang. Okay, ich lese erstmal den Zettel, bevor ich mir angucke, was in dem Gang sein könnte. Wenn ich die Taste finde. Smuggler Note. Your contact is a dude named Frank. He's the guy on the outside I've been trading with. He wants into the Boston Quarantine Zone. Meet him in the Park Street exit of the subway station right by the Capitol Building. Attached is his visa and quarantine zone papers. You like that handiwork? Be careful down there. Some of my other guys are reporting clickers and stalkers in the area. Where the hell is this guy? I've been waiting here for over 2 hours, sweating bullets. I keep thinking I'm seeing something move in the shadows. Feel like a stalker is going to jump out at me any second now. I'm giving him another 15 minutes and then I'm heading back. Ja, die 15 Minuten waren wohl zu viel. Ich finde es immer nett, wenn Leute Zeit finden, ihre ängstlichen Gedanken noch auf Papier festzuhalten für die Nachwelt. Und hier, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt Loot, aber ich muss mich beeilen, denn das ist alles swimmable. Only swimmable Loot. Just stay put. Also der Schmuggler hat hier durchaus Sachen gelassen, die man sich nehmen kann. Und 5 Pillen. Meine Vermutung, dass die Zahl der Pillen ansteigt, hat sich noch nicht bewahrheitet. Aber wir können, glaube ich, auch noch. Wir haben auch noch nicht die Maximum Health erreicht. Ja. Anything down there? It's a dead end. So, ich muss jetzt Ellie hier rüber helfen, denn allein kann sie ja nicht. Maybe we can use that. Ja, bloß wie komme ich da ran? Okay, ich habe ja mal gesagt, ich bin hier der Müllabfuhrmann, aber nicht nur das, ich verschiebe auch Paletten. Und das ist ganz süß, weil Ellie kann sich da draufsetzen auf die Paletten. Und dann schwimme ich mit ihr rüber. Really? Okay, okay. Be careful. Die Nachricht, dass Ellie nicht schwimmen kann, bleibt ja, wie in manchen anderen Spielen auch, ist jetzt einfach ein Spielelement und wird dann später noch wichtig im Spiel. Nämlich ganz am Ende. Da taucht es ja nochmal auf. Warum nimmt sie die Leiter nicht? Ich dachte, dass sie die Leiter nimmt. Ah, da geht sie hoch. Na gut. Drop me the ladder, please. Also wieder ein Spielelement eingeführt. Diese Puzzle-Passagen kann man eigentlich nicht sagen. Aber es ist fast sowas wie eine Puzzle-Passage.
Und wie immer schaue ich mir alles genau an. Diese Haltestelle im Gegensatz zur letzten hat einen Bahnsteig, der ein bisschen plausibler wirkt. Allerdings ist die Frage, warum hier immer noch Haltestelle ist. Ist das die nächste schon? Oder immer noch Parks? Eine recht dunkle Folge. Und schon geht's wieder raus aus der U-Bahn. Dann schaue ich mal, ob ich noch was verpasst habe. Ellie, lass mich doch mal durch. Nee, das war wohl bloß die Park Street, die eine U-Bahn-Station, die wir hier durchschritten haben. Story-Mechanik auch zu erklären mit dem Wasser. Hey, look, about Tess. I don't even know. Here's how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen auf das Verhältnis eingehen zwischen den beiden. Und Zeitsprung, auch schön. Ich will ein bisschen auf das Verhältnis eingehen. Also wir. Nothing. It's just. I've never seen anything like this. That's all. You mean the woods? Yeah. Never walked in the woods. Okay, das ist doch gleich ein versöhnlicherer Moment. Nach der U-Bahn kriegt Ellie den Anschiss, sie soll Tess rauslassen. Man merkt, wie angespannt. Man merkt, wie angespannt das Verhältnis noch ist. Und das Interessante ist, wir haben jetzt gerade so ein kleines Puzzle mit Ellie gemacht und spielerisch bin ich als Spieler eigentlich schon relativ nah an Ellie dran. Ich habe die Action-Szene gehabt. Da war Anspannung, da hat mir Ellie geholfen mit Tipps. Oh, da kommt einer und so weiter. Jetzt hatte ich eine Szene, wo ich ihr helfen musste, nämlich über das Wasser rüber. Also spielmechanisch war da jetzt sogar schon ein bisschen Bonding, passiert. Ich würde fast annehmen, dass die meisten Spieler jetzt schon mehr für Ellie empfinden als Joel storytechnisch in der Geschichte. Aber man merkt auch, dass da eine zweite Ebene mitspielt, dass er sich deswegen so zurückhält, weil seine Tochter gestorben ist und Ellie ihn an seine Tochter erinnert von vor 20 Jahren. Übrigens haben wir hier schon wieder die nächste Landmark. Lincoln, da wollen wir hin. Wir haben ja in der letzten Folge, hat ja Tess schon gesagt, wo wir hinwollen, nämlich zum Bruder von Joel. Und das werden wir in der nächsten Folge dann auch tun. Da unten kann ich euch noch einen Vogel, der davon fliegt, präsentieren. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.